Willkommen zurück beim Terrakonflikt. Ja, und wie ihr am Menü gesehen habt, ich versuche mich jetzt mal an der größeren Auflösung. Ich muss auch schauen, ob das wirklich was wird, ob das wirklich klappt. Im Moment habe ich den Eindruck, es sieht ein bisschen dunkel aus. Der neue Monitor macht ein bisschen zu schaffen, weil ich bin noch am Überlegen, ist der neue Monitor zu dunkel und hat einfach zu viel Kontrast? Oder waren meine anderen alten Monitore einfach eingehende Nachricht. So schlecht, dass ich vernünftige Grafik gar nicht gewohnt bin? Und deshalb muss ich das jetzt austesten. Ich mache auch die ganze Zeit immer Probeaufnahmen. Aber manches sieht man halt immer erst, wenn man länger drauf schaut und nicht nur nach 2 Minuten. Und deshalb ziehe ich jetzt einfach mal eine Folge durch. Und da steht, kehren Sie bitte nach Terrakorp zurück, das wissen wir. Ihr Schiff Boris ist fertig. Ah ja, richtig. Du bist da oben angekommen, da gibt es jetzt eine Party. Die kleine Susi in Profit sucht ihre Eltern. Die Eltern des kleinen argonischen Mädchens. Und Susi Jochen ist wieder zu Hause. Gut, dann würde ich sagen, hier haben wir nichts mehr verloren. Wir springen jetzt nach Profitloch rüber und machen Party. So, das heißt, einmal hier. Wir sind in Profitloch. Boreas. Boris. Wir sind auf dem Weg zu dir. So, du kannst schon mal in Angriffsposition gehen. Und zwar auf die hier. Markier mal als Ziel. Andock-Erlaubnis erteilt. Nein, 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 Autopilot nein. Aktiv. Autopilot deaktiviert. Ah, warum? Kann ich an der Piratenbasis andocken? Und B. Notsignal von Gunnes Kreuzzug. Ha. In Kopfreichweite bin ich noch nicht. Na gut, dann fliege ich da jetzt erstmal hin. Boris, du machst sie dann trotzdem platt, auch wenn wir da andocken können. Piratenbasis. So. Und ich kann ja mal die Zeit nutzen und gucken, was in Günthers Kreuzzug los ist. Yaki, 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 Korsaren, Gefahrguttransport. Achtung! Eines ihrer Schiffe wird angegriffen. Nopileus Memorial. Verdammt! Was machst du denn da? Nein, was? Sprungantrieb wird geladen. Bist du doof? 20, 30, 40, 50%, 60, 70, 80, 90. Initiiere Sprung. Ich hab doch euch allen gesagt, ihr sollt nicht in die Piratensektoren fliegen. Erreiche System. Nopileus Memorial. Ziel aufgeschaltet. Mach dich hier vom Acker! Ja, ja, leck mich. Energiezellen transferiert. Warnung, Energielevel niedrig. Dammt. Verdammt! Wo hast du dich hier hin manövriert, du Pappnase? Oh, ich krieg dich hier nicht weg. Thank you.
Gib mir mal irgendwas von deinem Zeug hier. Argno-Fleisch. Es lebe das Königreich. Energiezellen transferiert. Komm her. Pirat, ab hier. Oh. Schild, meine Schilde! Ziel ist nun in Feuerreichweite. Achtung, eines ihrer Schiffe wird angegriffen. Nobileus Memoria. Ja, der soll endlich wegspringen! Da ist er! Andock-Erlaubnis erteilt. Kommando akzeptiert. Verpiss dich hier! So, noch einer hier, der Stress will? Warum zum Geier springt er das im Piratensektor? Ja, super. Flammschwertrakete. Ziel ist nun in Feuerreichweite. So, jetzt muss ich erstmal nach Hause. Ziel verlässt Feuerreichweite. Sprungantrieb wird geladen. Jetzt muss ich erstmal rausfinden, was da überhaupt schiefgegangen ist. Eingehende Nachricht. Okay. Was ist da schiefgegangen, bitteschön? Der hat in den Piratensektor nichts zu suchen. Okay. Erreiche System, Trantor. So. Mal vom Eingang weg. Und jetzt mal gucken, wo war denn der? Den habe ich hier nach unten geschickt. Da. Nutzsignal von Gunnes Kreuzzug. Handel. Starte WVH. Jetzt muss ich mal gucken. Handelsbedingungen. Sprungantrieb. Bei 90% sollst du verschwinden. Mindestsprungweite. Sprungenergievorrat 110. Warum hast du die nicht drin gehabt? Machen wir 150 draus. Spezielle Ausrüstung. Kampfdrohnen. Hast du gehabt. Okay. Eingehende Nachricht. Nebenausgaben. Händlergehalt von Stationskonto ist klar. Wo war denn das mit der Freund-Feind-Einstellung? Ausnahmen. Nein! Du handelst nicht in Sektoren von Piraten. So. Händlersperre generell nicht, nicht beachten, nein. Heißt das jetzt also nicht beachten, nein? Ja, er soll sie beachten. Handel nur in Sektoren mit Satelliten, mit Sprungtor. Handel nur mit fremden Stationen. Handel nur mit eigenen Stationen. Das könnte ich eigentlich auf Ja stellen. Ja, wobei, es gibt ja auch eigene Stationen, die ich mache. Ja, du handelst nicht mit Piraten. Punkt. Kommando akzeptiert. So. Sieh zu, dass du dich jetzt repariert kriegst. Kontrollzentrum, Alpha. Junge, 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 dass sie immer wieder Probleme kriegen. Andock-Vorgang erfolgreich. Willkommen zu Hause, Andock. So. Verbindung zum örtlichen Handelsnetzwerk hergestellt. Argno-Fleisch transferiert. Nutzsignal von Gunnes Kreuzzug. Nein, ich werde jetzt nicht nach Gunnes Kreuzzug fliegen. Ich werde jetzt A nach Profitloch springen. Sprung
Antrieb wird geladen. 10%, 20, und werde 30, mich B 40, 50%, 60, 70, 80, 90. Initiiere Sprung. Erreiche System. Profitloch. Willkommen im Profitloch. So, und jetzt sind wir genau da, wo wir vor 10 Minuten schon mal waren. Ich fliege zu Boris. So, und wir sind da, wo wir vor 10 Minuten schon mal waren, nämlich in Heinrichsnebel, ist mein Schiff. Kommandokonsole. Da habt ihr gesagt, da läuft was schief. So, mal gucken. Händlereinstellungen. Genau, der ist doch Lehrling. Den wollen wir entlassen. Tschüss. So, Handelsbedingungen. Start aktiviert. Sprungreichweite ist okay. Ah. Ja, so viel brauchst du nun auch nicht. Halt! »200. So. Spezielle Ausrüstung. Ja. Wozu habe ich das eigentlich alles? Handelsbedingungen. Händler, genau. Ach, das kannst du ruhig machen, ja. So. Handelsbedingungen. Ausnahmen. Aha. Notsignal von Gunnes Kreuzzug. Eigentlich müsste ich Satelliten aufmachen und dann sagen, springe nur bei Satelliten. So. Ah, hier kann ich Ausnahmen besiegen. Sektoren. Da müsste ich eigentlich alle Piratensektoren eintragen. Okay. Und jetzt werde ich das speichern als... Händler neu. So. Ja, ja, ja. Nein. So. Automatische Benennung. Abgeschaltet? Nein, du machst Stufe 1. Okay. Kommando akzeptiert. Wer bist du jetzt? Wieder Lehrling. Ach. Andockerlaubnis erteilt. Kommando akzeptiert. Eingehende Nachricht. Kommando, nochmal. Ein Versuch mache ich noch. Handel. Ach so. Entlassen. Und jetzt Handel, starte ihn und... Kommando akzeptiert. Wieder ein Lehrling. Notsignal von Gunnes Kreuzzug. Wieder ein Lehrling. Ich will aber nicht, dass immer eine ganze... Ach so, jetzt ist es schon abgehoben.
Ja, jetzt muss ich wieder sagen. Andockerlaubnis erteilt. Kommando akzeptiert. Gelandet. Eingehende Nachricht. Letzter Versuch. Kommando akzeptiert. So. Und jetzt wieder ein Lehrling. Egal, das mache ich offscreen. Boreas. So, Boreas. Kommando. Kommandokonsole. Kampf. Attackiere mal bitte. Kommando akzeptiert. Die Piratenstation. Und jetzt haben wir hier gesagt. Aha. So. Maß es an. Autosprung, ja. Oho. Oh. Ach so, es geht ja in Sprüngen. Für 10 Sprünge nimmst du mit. So. Oh, süß. Ah, da kommt die Abwehr. Okay. So, gut. Also Boris. Fliegt er überhaupt? Mit Vollgas. Apropos Vollgas. Sekunde. Ich habe hier irgendwo noch einen lustigen Zettel liegen. Natürlich nicht. Doch, hier. Mein anderer. Galaxiekart. Wo habe ich ihn jetzt hingeschickt? Quatsch. Jochen. Guckt euch den mal an jetzt. Notsignal von Gunnes Kreuzzug. Ja. Der hatte 61,5 und hat jetzt 73,8 Meter die Sekunde. Hier ist er bei der Beschleunigung von 6 auf 7 Meter die Sekunde gestiegen und die Wendigkeit von 0,7 auf 0,8. Warte mal, 73,8, da müsstet ihr doch fast schon... 63. Der ist jetzt schneller als der hier. Mars, Laser nicht verfügbar. Teladianum-Einkäufer. Aha. Wie sieht es jetzt aus, Boris? Kriegst du das mit der Piratenstation hin? Oder soll ich selber fliegen? Piratenbasis. Oh. Okay, ich nehme alles zurück, überhaupt das Gegenteil. Der scheint ja mit richtig großen Brocken zu schießen hier. Wow. Boreas. 63 Meter die Sekunde, ja. Der kriegt das hin. So. Der da unten hat Probleme. Eigentlich nicht. Oh, die will ich haben, aber die ist außer Funkreichweite. Ich will Boris jetzt hier nicht alleine lassen. Na gut. Sag mal, Boris, du brauchst doch noch eine Weile, wa? Flieg mal darüber, mach das mal. Und ich springe... Oh. Mal zurück zum Nordtor. Sprungantrieb wird bin gleich wieder da. 10%, 20, 30, 40, 50%, 60, 70, 8. Notsignal von Gunnes Kreuzzug. Schon wieder? Erreiche System, Profitloch. So, ich will nur mal schnell da gucken.
Boris, du kriegst es da oben ja hin, wa? So. Okay, ich bin gleich wieder da, Boris. Ich will nur schnell gucken, wie viel Profit ich hier machen kann. Ich müsste doch eigentlich unter globale Kommandos irgendwo einstellen können. Genau. Dass die Piraten Feinde sind. Ist doch. Wie kommen die in die Piratensektoren? Babnasen. Sie sprechen mit dem Auto. Lassen Sie und der Zeitpunkt. Diese Mission ist wirklich alles andere als schwer. Wollen ja, Sie toll. Von diesem Geschäft profitieren? Nein. Will ich nicht. Sucht euch jemand anderen. So, wie geht's der Piratenbasis? Piratenbasis. Boris, wie sieht's aus? Boreas. Kriegst du das nicht hin? Schade. So, dann gucke ich doch mal bei Herrens Nebel. Kaufe Ware, Kampfdrohnen. Fernkaufmann. Okay. Ach, dann ist er bereits losgedackelt. Okay. Ach, hier ist er doch. Ja, machen wir noch einen Versuch? Ja, gut. Andockerlaubnis erteilt. Kommando akzeptiert. So. Aber ich glaube, insgesamt werde ich wahrscheinlich wieder auf die kleinere Auflösung gehen. Ja, mindestens das. Und dann gucke ich mir mal die Aufnahme hier an, ob die wirklich so dunkel ist. Weil im Moment sehe ich auf zwei verschiedenen Monitoren. Notsignal von Gunnes Kreuzzug. Was ist denn an Gunnes Kreuzzug los? Ach, ein Adler. Ein einzelner Adler. Ionfabrik. Ach, Schnellfolgeschuss. Ja gut, ich habe ja keine Panther mehr. Piratenbasis. Boreas. Was ist denn eigentlich mit dir los jetzt hier? Pass mal auf, das ist ein stehendes Ziel. Das bewegt sich nicht. Und du hast hier rundherum Platz zu manövrieren. Warum kriegst du das nicht gebacken? Und sag jetzt nicht, dass es hier zu wenig Platz. Wo fliegt der denn hin? Das ist doch wieder Feigheit vor dem Feind. Das ist doch wieder Feigheit vor dem Feind. Na gut. Au! Jetzt schwenkt er ein. Jetzt schwenkt er ein. Ich wollte dich gerade deines Kommandos entheben, Kumpel. Ach, sieh an. Jetzt kriegt das hier backen. Und ich hatte gedacht, wir schaffen das auch in dieser Folge, Freundchen.
Na gut, dann werden wir wohl hier abbrechen müssen und den Angriff in der nächsten Folge genießen können. Eigentlich schade. Ich hätte jetzt gerne noch ein bisschen hier Piraten-Action gehabt. Aber gut. Ich glaube, bis der ran ist, habe ich noch den Adler drüben. Genau. Boris. Ja, ich will nicht aus dem Sektor raus. Dann sagt ihr mir wieder, lass den nicht alleine im Sektor. Stimmt's? Oh, und guck mal da. So, lass mich raten, du hast jetzt alle Raketen verballert. Und die hat jetzt... Na gut, sein Schild noch nicht voll aufgeladen. Okay. Ich würde sagen, ich breche hier ab. Und wir gucken uns den Kampf in der nächsten Folge an. Ich fliege mal noch ein Stück zur Seite. Und bis dahin würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Danke für eure Tipps und Kommentare. Macht's gut und genießt den Tag. Und see you later.